liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe Bau den Millennium Falcon. So, wir haben ja die Ausgabe 9 jetzt und auch ein paar Teilchen. Ne? Hier ist auch die Batteriebox endlich mit drin für dieses Cockpit. Werden wir alles auspacken, aber zuerst schauen wir uns wieder diese Ausgabe an, was sie alles beinhaltet. Und da würde ich gleich sagen, legen wir los und jo, viel Spaß. So, also die Ausgabe 9 haben wir hier und so sieht das Heftchen aus. Ich stülle mir halt diese Teile ein bisschen weg. Gut, und dann schauen wir mal ins Inhaltsverzeichnis. Die erste Seite. Und dann kommen wir auch schon wieder zu einem Raumschiff. Das ist das Raumschiff von der Lea, das Konsularschiff. Wieder ein bisschen Text, einige technische Daten. So, und hier geht es dann gleich weiter. Müsst ihr euch mal durchlesen, wer das Heft hat. Es ist sehr interessant, weil da wirklich schön erklärt ist, wie und was und worum es da überhaupt geht. Natürlich mit schönen Bildchen, Hintergrundinformationen hinter den Kulissen am Set. So, und dann kommen wir wieder zu den Planeten, die versorgen auf Tatooine. Da haben wir auch wieder so eine Tabelle, nicht, aber so eine Auflistung von den Planeten. Hier wieder ein bisschen Text. Hier haben wir sogar ein Städteverzeichnis. Geht es noch weiter mit den Nahrungsmitteln. Alles sehr interessant. So, weiter geht's zum Struktur der Hülle. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, und da haben wir wieder schon die neue Bauphase, und zwar die Bauphase 9. Hier die Batterien müsst ihr euch noch zulegen. Das sind solche AA-Batterien. Braucht ihr 4 Stück. Und dann, wie gesagt, ist hier der Kasten mit dem Kabel und so weiter und so fort. Gucken wir uns dann genauer an. Und hier haben wir diese Bauphasen, wie das halt im Einzelnen dann gehen sollte. Genau. Dann wäre die Zugangsröhre fast perfekt. Wie gesagt, es fehlt ja noch das Glas. Und hier ein paar äußerliche Details müssen auch noch ran. Werden wir dann alles mitmachen. Die Teile aber, die hatten wir glaube ich schon in der Ausgabe 7 bekommen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall haben wir die noch irgendwo. So, und da wären wir schon am Ende dieses Heftes. Wie gesagt, das ist alles drin. Und hier sieht man, was in der nächsten Ausgabe auch mit dabei ist. Gut, also jetzt kommen wir mal zu den Bauteilen. So, und jetzt habe ich hier vorher schon mal dieses Teil weggemacht, weil das dann, wenn ich hier filme, kann ich leider bloß mit einer Hand. Und jetzt holen wir das mal raus. So, also, wie gesagt, die Batteriebox ist nochmal extra eingetütet mit diesem Kabel. Hier ist das Kabel noch dabei. Dann haben wir noch für den Innenraum eine kleine Rückwand. So, was haben wir noch? Auch solche kleine Teile, die sind für diesen Ring schätzungsweise. Genau, hier ist der Ring. Was haben wir noch? In den kleineren Ring
und ein paar neue Außenteile. Guck mal, das steckt sich jetzt runter. Ein neues Außenteil von dem Schiff. Das muss so hin. Und ein Metallteil für den Rumpf. Des Weiteren haben wir hier zwei so schwarze Streifen, so Klebestreifen. Und zu guter Letzt ein paar Schräubchen. Die müssten für diesen Rumpf sein, schätzungsweise. Gut, also, ich tue die Folie mal weg. Diese Teile sind alle in der neuen. So, also wie gesagt, ich werde mir erstmal ein paar Batterien besorgen und dann schauen wir mal, wie ich weitermache. Ich habe ja hier in der letzten Ausgabe noch nicht so weit alles fertig bekommen, wie ich wollte. Würde ich jetzt tun, also wie gesagt, der Innenraum wird mich noch etwas arg beschäftigen. Und es wird auch nicht in dieser Folge fertig werden. Also könnt ihr drauf gespannt sein, das wird halt noch eine Heidenarbeit. Aber naja, ne? Ein bisschen Zeit investieren, das geht schon. Gut, Leute, also auf geht's. So, liebe Leute, also hier haben wir die Platte. Ja, jetzt ist sie mal soweit fertig. Ich habe sie ja mit dieser Ölfarbe, Abteilung 502, bestrichen und verstrichen. Jetzt ist sie soweit fertig. Ich will mal versuchen, ein bisschen zurück. Ja, gut, da haben wir das eine und das andere. Ich habe hier schon mal dieses Eckteil hier noch ein paar Details reingemacht. Und jetzt wollen wir mal dieses Lämpchen hier reinsetzen. Dafür haben wir diesen Schlitz gemacht. Und ging mir wie folgt vor. Ich habe hier zwei Drähtchen. Die stecke ich jetzt erstmal hier rein. So. Genau. Na komm. Super. Das hier trotzdem ein bisschen Klebeband. So. Oh, das ist ein bisschen länger. Na. Komm, kleine Rode. Jetzt müsste es theoretischerweise passen. Hoffe ich jetzt mal. So rum, glaube ich, habe ich es gemacht. Genau. Jetzt drücke ich das langsam hier rein. Ja. Die Hülle, die gefällt mir noch nicht so richtig. So. Upsi. Genau. So, und schon ist er fertig. Noch ein bisschen gerade machen. Und schon ist das soweit fertig. Also fast zumindest hier. Die Hülle muss ich noch ein bisschen reinbringen. Das mache ich mal schnell. Gut, also ich habe es jetzt soweit drin. Und hier unten habe ich natürlich gleich ein bisschen Kleber rein. Das werde ich jetzt auch erstmal so stehen lassen. Hier an dieser Nase, hier ist halt sowas ausgefräst, da kommt das Kabel dann raus. Aber ich möchte das jetzt erstmal so weit in Ruhe lassen, damit es schön aushärten kann. Gut, tun wir das erstmal ein bisschen weg. Des Weiteren habe ich jetzt schon hier angefangen für meine diese, was ist das überhaupt, Instrumententafel. Schon weit ein bisschen
detaillierter zu gestalten. Auf der anderen Seite sieht es jetzt schon so aus. Na, also es sind noch nicht alle drin. Hier oben kommt hier so eine LED noch rein. Und hier unten kommen ja auch noch welche rein. Aber soweit bin ich schon vorgedrungen. Wie gesagt, das braucht ja halt auch alles Zeit, ne? Ist ja nicht in 5 Minuten gemacht. Gut, da haben wir das nämlich auch schon soweit. Es geht gebaut. Ach, eins muss ich noch sagen hier. Ich habe da hier so einen schönen Tipp gekriegt von einem YouTuber. Und zwar, diese Glasfasern lassen sich verbiegen, indem man die einfach ein bisschen mit dem Föhn ranhält. Und dann ganz leicht immer drückt und dann machen die immer weiter, also halt in die jeweilige Richtung, wo die halt hin sollen. Also ein richtig guter Tipp. Und ja, das wollte ich noch mit dort hinzufügen. So, und jetzt machen wir mal für den Tisch hier so ein bisschen zwei Komponentenspachtel an. Denn wir wollen ja hier das zu haben. Also zumindest ich will das so. Und ja, gehen wir wieder wie folgt vor. Ich mache erstmal einen Schraubenzieher. Dass wir die aufbringen. Denn so wird es nicht werden. Vielleicht geht auch die Schere, vielleicht tue ich mir auch gleich weh. So, Leute, ich habe es geschafft. Und wir mischen das jetzt wieder schön an. Brauchen wir ja wieder nicht viel. Kleines wenig. Ja. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. So. Und ein kleines bisschen härter. Schnell wieder zugemacht, die Dose. Das riecht nicht gut. Und dann mischen wir das schön. Wieder. So, genau. Und jetzt werden wir mal das schön in diese Fugen schmieren. Ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr. Genau, so. Nein. So. Und schon haben wir es. So sieht es dann aus. Ja. Ja, und dann müssen wir halt jetzt mal eine Dreiviertelstunde warten, bis es schön ausgetrocknet ist. Und dann kann ich das wieder schön schleifen und weiterverarbeiten. So. So, jetzt kommen wir noch mal zu diesem Teil hier. Das werde ich jetzt noch in Silber lackieren. Ich habe das ja schon grundiert. Und das werde ich jetzt noch mal schön abkleben. Und dann werde ich das noch mal schön in Silber lackieren. Guti. Jo, liebe Leute, jetzt wollen wir die Details zu der Zugangsrohre mal legen. Ich habe hier schon mal eine vorbereitet, das ist das obere Teil und hier sind dazu die Teile und da kommt ein schön hier im Heft geschrieben, wo das alles hin soll. Na, das werde ich jetzt mal so weit tun. Ich muss mal das Heft ein bisschen weg. Und zwar haben wir das erste Teil. Das müsste das hier sein. Das schneiden wir mal aus. Ja. Klicks, klicks.
So. Da haben wir's. Ziemlich klein. Aber hier sind ja noch ein paar Nasen dran und die werde ich jetzt schleifen. Schön langsam. Ja, hier in der Ecke. Und unten auch. So. Ja. Und das müsste jetzt. Mal gucken. Da drüben hinkommen. Da drauf. Hier drauf müsste das kommen. Und eine Pinzette. So, so müsste das hier drauf kommen. Also ich würde jedes Teil, bevor man das anklebt, erstmal probieren, ob das überhaupt reingeht. Denn sonst hat man nämlich die Klebereste an den Fingern und das ist dann nicht so toll. Ja. Es passt noch nicht, es passt noch nicht. So, also, ich hatte das jetzt hier mal ein bisschen. So, wie sieht das denn aussehen? So. Gut, also Kleber. Kommt da mit dem Teil. Und am besten hier so einen Zahnstocher genommen. Ein bisschen eingetaucht. Und dann in die Löcher schön den Kleber gemacht. So. Ja, das Zittern spielt ein bisschen mit. Genau. So drauf. Das war nix. Liebe Leute, das war nix. Und schon haben wir das erste Teil dran. Gut, dann kommen wir mal zu dem zweiten. Das wäre dann das hier. Ja. Auch abklipsen. Und man muss halt auch aufpassen, dass man nicht zu viel wegschneidet. So, genau. Und hier sind ja wieder diese Nasen, seht ihr ja. Und die müssen wieder abgeschliffen werden. So, also. Und das ist ein bisschen weg. Schön langsam. Noch ein bisschen. Ja. Und ja, wirklich, wirklich Zeit lassen. Das bringt nichts. Da. So schnell zu agieren und am Ende tut ihr euch ärgern, wenn eventuell zu viel weggeschliffen ist, beziehungsweise die falsche Nase weggeschliffen ist. Ein bisschen muss es noch.
Und das will ja keiner. Ja, jetzt sieht es langsam gut aus. Und die andere Seite. Muss ich mal gucken, jetzt ist hier das falsche Teil, ob ich habe. Ach ne, das ist hier unten, kommt das dran. Okay. Okay, gut. Ne, das war's richtig. Bloß nochmal. Ein bisschen. Gut, und das kommt jetzt hier ran. Jetzt habe ich hier so eine Einkerbung. Hier und hier. Da muss es neu. So hier. Also, wieder Kleber. Kann man auch mal diesen leichten, kleinen Pinsel nehmen. So, einlassen. Hier unten ein bisschen. Und dann geht's los. So. Ein bisschen andrücken. Schön haben wir's. Gut. Als nächstes haben wir die 3. Das wäre das hier oben. Ist das richtig? Das hier. Gut, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier was wegklipse. Aha, das muss nämlich noch mit stehen bleiben. Okay, also ganz am Rand. Okay, hier haben wir es. Aha. Oh, hier war es, was gesagt. So, jetzt tun wir die Ränder ein bisschen wieder verschleifen. So, gut fast. So. Und die andere Seite. Genau. Gut, wo kommt das jetzt hin?
Hier oben drauf. Hier. Sieht man jetzt nicht. Moment, ich zeige es nochmal hier. Hier sind die zwei Löcher. Und da kommt es dann rein. Also nochmal eins. Und zwei. So. Das war. Also wieder Kleber. Dann ab die Post. So, da sind wir auch schon mit diesem Oberteil soweit erstmal fertig. Ne? Drei Teilchen sind drauf und jetzt kommen wir mal zu der anderen Seite. Und zwar ist das die untere Seite von der Zugangsröhre. Und da kommen ja noch mehr Details hin. Also, es geht weiter mit der Nummer 4. Muss ich erstmal gucken. Das ganz kleine. Ach du Scheiße. Also das hier. Dieses. Und hier könnt ihr ja sehen, das war ja eigentlich schon im Heft 6 mit dabei. Aber wurde jetzt erst im Heft 9 zum Draufmachen beschrieben. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. So, abgeschnickst. Also tue ich mal von der anderen Seite. Warten, bis es scharf ist. Dass ihr auch was seht. Ups. Ist es zu kleine. Und das wird natürlich auch wieder geschliffen. Drehen. Yes. Gut. Und das kommt dann hier rumlauf. Ich muss es erstmal in die Hand nehmen. Ach so rum. Aha, also es kommt, wenn man das hier so sieht, scharf wird, mit den zwei Nasen nach unten. Also nicht die zwei Nasen werden verklebt, sondern die zwei Nasen müssen unten sein und euch anschauen. So, also Kleber hier in dieses Viereck. So, und dann drauf damit. So. Und hier unten sieht man halt, ist jetzt die zwei Nasen. Ne? Hält das? Ja, ich schaffe. Ja. So, jetzt kommen wir zur 5. Die 5 ist auch ein kleines Teil. Und zwar ist es das hier. Das hier. Also, rausgemacht.
aufgeschliffen. Ne. Will er nicht. Ja, noch ein bisschen kann's. Ein bisschen kann's noch. Moment, ich guck's mal ganz schnell an. Also, das wird jetzt so geklebt, dass das dann hier oben drüber liegt. So halt. So. Jetzt tun. Also clever. Ups. Ich probiere es mal mit den Händen. Nochmal. Ja, hopp. Passt. So. Genau. Müsst bloß noch halten. Zählt eben nicht. Schon Kleber, sagt Kleber ist wahrscheinlich schon wieder drücken. Okay. Können die bitte gefallen? Okay. Ein bisschen machen. So. Ich hab gesehen. Das gefällt mir noch nicht. So, hier nochmal im Nahen. So sieht es dann aus. Gut, jetzt kommen wir zur Nummer 6. Nummer 6 ist dieses hier. Das machen wir raus, das ist ein bisschen größer. Zwei. Und, was machen wir als nächstes? Genau, wieder schleifen. Und die andere Seite auch. Wir sehen dann hier die Details. Nicht mit wegschleifen, das war schade. Genau. So. Und das Teil kommt jetzt sechs, wo ist die 6?
Ah, hier unten hin. Ja. So. Also hier in dieses Eck. Kleber auftragen. Und drauf damit. So. Das sieht doch schon gut aus. Als nächstes kommt die Nummer 7. Das ist das hier. Wieder schön abknipsen. Ja. Schleifen. Genau. Und das kommt jetzt schätzungsweise hier hin. Okay, genau, so hier rein. Wollt ihr es nicht? Bloß der Schatten. Clever. Und rauf damit. Ich gehe nochmal mit dem Kleber außen rum, damit es schön rein läuft. So. Yes, sieht doch nicht schlecht aus. Gut, kommen wir mal zur Nummer 8. Die 8 ist hier an der Seite. Es wäre das. Da muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Dann nehme ich das mal ein bisschen weg beim Klipsen. Okay, hier. Und hier. So. Das aus. Schleifen. Okay. Und unten. Ich sage mal, noch ein paar Mal schleifen, bekommt ihr auch ein Gefühl dafür, wie viel weggeht. Hier
muss noch eine Menge weg. Aber trotzdem sollte man vorsichtig sein. Denn ruckzuck ist dann ein bisschen zu viel weggeschliffen. Ich tue es mal ganz kurz ein bisschen noch mit den Skalpell bearbeiten. Ja. Schon ist es fertig. Und das kommt jetzt hier oben rein. Hier. So. So soll das reingehen. Leimchen. Und Ruff. Na komm. Das hat mir richtig gut gepasst. Yes. Wieder cool aus. So Leute, auf geht's weiter zur Nummer 9. Die Nummer 9. Müsste über der Nummer 2 sein, also dieses. Dieses hier. Ein bisschen aufpassen, damit ich mich jetzt nicht hier. Hip. Und ich mach's lieber mal ein bisschen weiter weg. So. Ja, war richtig. Gerade bei den Leitungen möchten wir nämlich, dass das irgendwie abbricht, wo die eigentlich sehr stabil sind. Da habe ich ein anderes Plastikgelump in der Hand gehabt, muss ich wirklich sagen, Plastikgelump, weil das noch zweimal hin und her ist es dann zerbrochen. Und da hatten wir einen Salat gehabt, dann so. Gut. Dieses Teil wird jetzt so rangesetzt. Welches Loch in das obere? Also, liebe Leute, ich stelle das mal ein bisschen hoch, die Kamera. Die Nummer 9 könnte in dieses Loch. Wird dann so hier abgelegt. Sozusagen. So hier. Jetzt ist auch noch eine Kerbung. Also, gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht, da ist keine. Also hier in diese Kerbe und hier in diese Kerbe. Da wird es dann reingelegt. Leimchen. Und hier, schön aus. Es heißt auch mal mit dem Pinsel ein bisschen schöner. Weil das der Zahnstocher nimmt halt nicht so viel Leim auf. Das ist halt das Problem. So, also. Moment, komme ich in die Richtung. Hier. Und hier. Wow. Geil. Sehr schön. So. Die Nummer 9 haben wir. Jetzt kommen wir zur 10. Die 10 ist nach der 9. Meistens so. Und das ist das hier. Ein bisschen abklüpseln. Hipsi. So. Und wieder schleifen. Bei
Bei uns ist es zurzeit sowieso Scheißwetter, es regnet das ganze Wochenende. Und dann kann man sich ja auch mal ein bisschen seinen Falken widmen. Denn mit rausgehen ist ja nichts, aber das ist ja der April, ne? April, April. Er weiß nicht, was er will. So. Schön weg. Und hier unten haben wir noch eine kleine Nase. Yes. Auch weg. Cool. So. Wie kommt das jetzt hier ran? Okay, also. Ich vielleicht mal so drehen. Ne, das sieht das auch nicht. Hier hat man eine Einkerbung. Sieht man hier. Und das sollte es dann so rein. Und dann so rüber. Gerade oder schräg? Ne, gerade. So soll das dann aussehen. Vielleicht ein bisschen gerade. So. Ja. Und dann mache ich mir jetzt mal eine Hilfslinie mit dem Bleistift. Damit ich das ja hier unten auch ein bisschen noch verkleistern kann. So ist es jetzt gerade. Ganz dünne. Das war nichts. Gucken, ob es gerade ist. So vielleicht. So, Leimchen, ein bisschen mehr, so ungefähr hier, gut, probieren wir mal, ob wir das so hinbringen, wie ich das gedacht habe. Ah, das hält nämlich schon. Ja. Leim dahinter. Ja. Genau. So. Ein Teil haben wir noch, ne? Und das ist die Nummer 11. Die Nummer 11. So sieht sie aus. Runter gemacht. Runter geklipst. Stips. Und wie gesagt, also ich hebe die Teile mal auf. Vielleicht kann man sie irgendwie später mal noch gebrauchen. Wer es nicht will, der nützt halt weg. Aber es frisst halt kein Dreck weiter. Deswegen wegschmeißen kann man es allemal noch. Das geht mein Handy im Moment. Okay Leute, jetzt bin ich wieder peinlich. So, wo waren wir stehen geblieben? Also bei der 11. Ein bisschen verschleifen. Yes, das war's schön gewesen. Ah, hier ist noch ein Popel. Ein Popelchen. Gut. So. Und das kommt jetzt hier oben in das Loch rein. Ich leg's mal drauf, wie es sein soll. Moment, muss ich da mal gucken. So. So ungefähr. Kommt das dann über das Ding? Nee, ist runter daneben. So. So. Geil. Gut. Also, clever.
Und ran die Pisch. Und schon sind wir mit diesen Details zu Ende. Ja, mehr steht auch nicht in der neuen drin. Ich werde nochmal dieses, ich lasse es noch ein bisschen austrocknen, dann werde ich mal dieses Cockpit komplett zusammenbauen und euch mal nochmal die Lichter zeigen. Wie gesagt, das Batteriepack war ja dabei, die Batterien habe ich auch da. Und dann schauen wir mal, wie das Beleuchtungssetz so aussieht. Einmal mit und einmal ohne die Glasfasern. Jo, also Leute, bis dahin. So, liebe Leute, und so sieht es am Ende mal aus. Hier haben wir die Beleuchtung hier hinten. Und hier haben wir die Beleuchtung von oben. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass an der Seite noch Licht rauskommt. Ich kriege das aber auch die Röhre nicht ganz zusammen. Da muss man mir überlegen, wie ich das dann noch lösen kann. Aber die Röhre muss sowieso noch mal auseinandergebaut werden. Deswegen will ich da jetzt auch noch gar nicht richtig rangehen, weil das Batteriepack kommt wahrscheinlich noch mal weg. Ja, ich zeige es noch mal im Dunkeln. Sieht vielleicht noch ein bisschen cooler aus. So, also ganz dunkel ist es nicht. Ein bisschen drehen noch. Aber sieht schon cool aus. Wie gesagt, die von den Glasfasern, das ist alles noch provisorisch verlegt. Aber es geht schon. Okay. So, als nächstes möchte ich euch zeigen hier. Die eine Platte habe ich ja silber lackiert. Und ich habe auch gleich die zwei Gitter noch mit Silber lackiert. Für diese Zwischenräume. Ja, sind die. Gut, dann möchte ich das mal abziehen. Mal sehen, wie es geworden ist. Ja, hier ist ein kleines bisschen dran, aber okay. Okay, kann man so gelten lassen. Und jetzt möchte ich noch schnell, das heißt schnell, als nächstes diese Teile hier, das habe ich natürlich keinen, ah ja, habe ich da. Ein bisschen Küchenkrepp draufgelegt. Dann bräuchten wir einen Pinsel, wieder unsere Ölfarbe, denn das mache ich nämlich gleich hier oben und die stand sich nämlich dann danach erst aus. Da habe ich das nämlich schon mal so weit wie fertig. Ein Pinsel bräuchten wir. Ne, das ist ein bisschen stark. Moment. Ja, den nehmen wir. So. Los geht's. Ein bisschen auf den Pinsel drauf. Dann wird eingefärbt. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr das macht, dass diese Rillen nicht gar so zukleistern. Ne? Dass das alles hier so ein bisschen offen bleibt. Ich meine, wenn da der ein oder andere, fällt dann kein mehr auf, aber wenn die ganzen Teile zu sind, sieht das dann am Ende auch nicht so toll aus. So. Ja,
ein bisschen. So. Gut. Pinsel abwischen. So, jetzt hole ich mal noch ein Stück Stoff, wo man das dann abwischen kann. So, fix geholt. Ich habe da einfach so ein altes T-Shirt genommen, was man nicht mehr braucht. Und ja, das läuft, denke ich. Da wird es ein bisschen. Genau. Einfach ein bisschen verrieben. Sieht gut aus. Yep. Kommt gut. Nicht so doll, sonst zieht man das Ganze wieder ab. Einfach so ein bisschen leicht drüber wischen. Und dann passt das. So. Und schon haben wir für unser Gitter diese Teile. Guti. Das haue ich weg. So, jetzt kommen wir mal zu der Bank nochmal. Da habe ich ja hier mit zwei Komponentenspachtel bearbeitet und die werde ich jetzt mal schleifen. So. Aber so, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Du mache ich mal einen Cut derweile und zeige euch das fertige Ergebnis dann mal. Jupp, also ich habe sie schon verschliffen und auch schon ein bisschen detaillierter gestaltet. Also so sieht es dann aus. Meiner Meinung nach sehr schön. Und ich habe ja hier von den Power Graphics hier unten noch die Leiste. Die kommt ja normalerweise dann, wie ich das gesehen habe, so hier ran. Muss ich mal sehen, ob ich die verwende oder nicht. Ich tue mal ein bisschen rum experimentieren und dann wird sich das zeigen, ob das geht oder ob ich das machen möchte oder nicht. So, liebe Leute, das soll es auch für diese Ausgabe wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und den einen oder anderen auch mal einen Tipp gegeben. Wie gesagt, man sieht sich dann später. Ja, liebe Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein für diese Ausgabe. Habe ich ja schon mal erwähnt, aber diesmal mit meinem Kopf in der Kamera. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, ein Abo wäre nicht schlecht, ein Daumen wäre auch nicht schlecht. Und man sieht sich hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben wieder. Bis dahin, euer Abdallah Nader. Halt rein, schöne Woche, schönes Wochenende und tschüss.